Ja, mein Name ist Marie Pyko. Ich bin jetzt seit 7 Jahren im Studienkreis, habe als Werkstudentin begonnen, war dann im Bereich Business Development in der Online-Nachhilfe und wurde Anfang 2020 befördert zur Teamleitung im Bereich der Kundenbetreuung in der Online-Nachhilfe. Bei der Online-Nachhilfe handelt es sich um Online-Einzelunterricht über einen virtuellen Lernraum. Und über diesen Lernraum können Dokumente geteilt werden, es können Dinge gezeichnet werden, es können Dinge abgespeichert werden. Und somit findet der eigentliche interaktive Unterricht über diese virtuelle Tafel im Lernraum statt. Und ich bin sehr überzeugt von diesem Produkt und bin sehr, sehr stolz, dass wir da den Bereich der digitalen Nachhilfe vorantreiben. Der Studienkreis hat mir maximale Flexibilität geboten und ich habe damals noch professionell Fußball gespielt beim 1. FC Köln. Und demnach war es für mich ein entscheidender Faktor, dass ich eben flexibel arbeiten kann, auch von überall arbeiten kann. Und daher habe ich mich für den Studienkreis entschieden. Ich arbeite sehr gerne im Team zusammen. Da ich auch aus dem Teamsport komme, ist es für mich super wichtig, dass man gemeinsam Ziele erreicht, dass es keine Einzelkämpfer gibt, sondern dass es eine gute, harmonische Zusammenarbeit ist. Und da fühle ich mich sehr wohl im Studienkreis. Es ist für uns die größte Herausforderung, dass wir unsere Kundinnen und auch die Lehrkräfte nicht in Präsenz sehen können, sondern in Anführungszeichen nur über digitale Medien. Ich sehe es aber trotzdem auch als Chance, das Thema digitale Nachhilfe voranzutreiben für uns und da Wege zu finden und habe da super viel Spaß dran. Der schönste Moment im Studienkreis. Puh, es gab sehr, sehr viele schöne Momente, muss ich sagen. Ich glaube, es sind für mich so die kleinen Dinge, die zusammenkommen. Also wenn man wirklich gemeinsam einfach Ziele erreicht, die man sich gesteckt hat, die man auch zusammen feiern kann, macht mich das sehr, sehr glücklich. Deswegen gibt es tatsächlich nichts, was ich so herausheben würde, sondern viele kleine Dinge, auch im Alltäglichen, die sehr, sehr schön sind.